So, Xio hier zurück mit Final Fantasy 15. Im letzten Part haben wir noch in Lestalum die Missionen im Kraftwerk beendet. Gladio ist wieder zum Team dazugestoßen und hat jetzt irgendwie mal einen Haufen Narben mehr. Auf jeden Fall zählen wir zwei, einmal an der Stirn und einmal auf der Brust. Und keine Ahnung, was der getrieben hat. Auf jeden Fall sind wir aber jetzt wieder hier in Kalm und auf einmal steht Monika da. Ich habe sie gerade vorher gar nicht gesehen. Und wir haben Karotten gepflanzt, die wir jetzt anscheinend ernten könnten. Also machen wir jetzt einfach mal. Mit der Kraft der Gedanken hat er sie ernten können. Herrlich. So, die bringen wir dann jetzt gleich Iris. Yeah. Who are you? Oh, sorry. The name's Tony. I run a restaurant not too far from here. On the hunt for some high quality produce. You have a great plot, perfect for growing all sorts of produce. Any chance you'd be willing to part with some? I pay good gil. Tony, der Biogourmand. Der Restaurantbesitzer Tony setzt voll auf Biogemüse. Löblich. Im Tausch gegen KM-Karotten gibt er dir verschiedene Gegenstände. Na gut. Eine Karotte. Gibt uns Gel, zwei Karotten. Was? Ulvatbeeren? Okay, das sind dann wahrscheinlich. Ist was für ein Kokobusch? Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Autozubehör und Waffen. Vier Karotten haben wir leider nicht, also. Nehmen wir mal zwei, weil ich nehme an, das ist jetzt was für den Kokobo und das nehme ich doch gerne. Und anscheinend doch nicht. Nein, warte mal, für wen waren denn diese Bären? Moment mal. Irgendwer wollte diese Bären haben. Wer war das? Nee, Sydney nicht. Ach, genau. Ja, jetzt ich erinnere mich. Oh, das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt, aber sehr nice. Okay. Saatgut ist verstreut. Kann man hier noch mehr anpflanzen? Ich meine, das Feld hier ist riesig. Eventuell muss man hier auch einfach nur abwarten, bis es dann geerntet werden, beziehungsweise je länger man wartet, umso mehr wächst hier. Aber mal eine ganz grundsätzliche Frage, wo kam der Kerl jetzt eigentlich her? Er war auf einmal da und wollte uns Sachen abkaufen. Ja, nice. Und theoretisch hätten wir jetzt vier Karotten gehabt und er hätte uns eine Waffe gegeben, so wie es da stand. Er hätte einfach eine Waffe dabei, die er uns hier in die Hand drücken könnte. Ich meine, okay. So, einsteigen. Wahrscheinlich geht es hier jetzt, oder? Geht es wahrscheinlich nach oben oder wahrscheinlich ist ein Aufzug. Na gut, geben wir Sid einfach mal die Kaktornadel. So, genau, er verbessert unsere Autoarmbrust. So, was hatte? Nee, Prompto hatte die Wirbelsäge, ne? Genau. Ja, sonst hätte es uns ja angezeigt, dass wir die Waffe erst ablegen müssen. Und da hinten steht auch jemand, mit dem wir reden können. Oder ist das... Nee, das ist hinterm Haus natürlich. I gotta say, Aranea really impressed me today. With her outfit? Well, yeah, that too. It's just, I always had this impression that the Empire was filled with nothing but jerks. She certainly doesn't fit the mold. Really makes you wonder. You think she was okay with the raid on the Citadel? Ask her yourself. Ja, Prompto war wahrscheinlich nicht nur hingerissen von ihrem Äußeren. Moment mal, mein Fernseher schaltet sich fast aus. Ja, wenn lange keine Taste gedrückt wird, dann macht er auf Energiesparzeugs und schaltet sich von selber aus. Muss man schnell auf irgendeine Taste drücken und... Oh, eine Kitty Cat! Hey, you're the cat we saw in Galden. Oh, your paws sure brought you a long way from home, little guy. You must be hungry after all that walking. No restaurants around, though. Wonder if anyone around here knows a thing or two about cat food. Why don't you try asking Monika? She mentioned having kept several cats back home. Wow, and she never gave off a crazy cat lady vibe. I hope we don't have to go all the way back to Galden. Especially after the cat came all the way to Kayam. What drew him here anyway? His dear friend Noct, of course. Prompto hat mir die Worte aus dem Mund genommen. Monika hat diesen
Katzen-Omi-Vibe irgendwie ausgestrahlt. Wo ist sie denn jetzt? Sie war doch gerade eben noch da beim Feld gestanden. Schauen wir doch mal schnell. Weil wenn hier eine Katze ein Problem hat oder eine Katze was zu essen haben will, dann sind wir natürlich sofort zur Stelle. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Monika, wir brauchen Hilfe. May I help you with something, Prince Noctis? I was hoping you could fix some food for me. Gladly, although I should warn you, our pantry is primarily stocked with vegetables right now. Oh, not for me. For a cat. Forgive my misunderstanding. I can prepare something, provided I have the ingredients, but I'm afraid we're all out at the moment. If you need fish, I can go catch one. I would be most appreciative. I'm loath to admit, fishing has never come very naturally to me. Lucky for you, I'm a pro. Fortunate indeed. Should the tide prove too troublesome, you might also stop by the stand. I recall seeing some cat food on sale. A fish fit for a feline. Sure is. Let's haul her back to Monika. Na gut, dass wir es schon dabei hatten. Herrlich. Excellent catch, Prince Noctis. I'll start cooking straight away. Thanks for the help. It's no trouble at all. I love cats. I used to keep 3 back in the Crown City. Wow, that's a lot of cats. Yes, I enjoyed many fond memories with them. Making this food reminds me of the time we spent together. Sorry to keep you waiting. I hope your furry friend finds this to his liking. Ich muss schon sagen, sie hat eine sehr, sehr schöne Ausdrucksweise. Es gefällt mir echt gut. So. Dann bringen wir der Katze mal schnell das Essen. Wir wollen sie doch nicht hungern lassen. Das arme Tierchen. Ich liebe Katzen. Ich habe selber 2. Noctis, renn schneller. Renn, renn! Oh Mann. Füllen wir den Part schon wieder sehr gut mit relevanten Zeug. Ich meine, hier Katzen füttern, das... Das sind Dinge, wenn jeder ein Katzenfreund wäre. Ich meine, ich liebe eigentlich alle Tiere, aber Katzen verbinden. Alright, dinner is served. Wow, das ist ein ordentliches Menü. Don't forget to thank the chef. You really got a soft spot for animals, don't you? They bring out a nicer Noct. Could try being nicer to us. Could, but I won't. Und eine Himmelssphäre bekommen. Bestimmt für irgendwelche Waffen wieder. Ja, aber hier... Mit Katzen... Allgemein mit Tieren kann man einfach leicht umgehen als mit Menschen, ne? Das ist halt so. Deswegen gibt es wahrscheinlich so viele Katzenmuttis und Katzendaddies. Weil ich denke, es gibt nicht nur Katzenmuttis. Ich glaube, ich werde wahrscheinlich auch mal so enden. Alleine mit... 100 Katzen gefühlt oder so. Okay. Möchtest du mit dem Boot nach Altissia fahren? Nach den Ablegen lässt du Lucis fürs Erste hinter dir. Kokobus kehren automatisch zum Verleih zurück. Ja, gut. Ich meine, ich habe zwar Angst. Also das ist auch eine Sache, die ich weiß. Es gibt in dem Spiel irgendwann so einen... Naja, das wird also nicht ganz Point of No Return. Also man kann zurück, aber da bleibt dann für eine lange Zeit sehr, sehr viel liegen. Also davor habe ich ein bisschen Angst, aber ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal nach Altissia. Und bin einfach mal zuversichtlich, dass es klappt. Oh, Umbra. Guter Hund. Katzenhunde. Oh Gott, das ist so ein guter Part. Das sehe ich jetzt schon. Ich bin bald bei dir, verstanden? Wir bereiten uns auf die Überfahrt vor. Nein, wir sagen, ich bin bald bei dir, weil das ist viel, viel emotionaler und ich liebe so ein bisschen das... Ein Sinn für Dramatik. Also, es wirkt auf jeden Fall ein bisschen dramatischer. Ach, ich bin bald bei dir. Außerdem freut sich Luna da, wenn sie das liest. Ja, wir fahren leider nach unten. Ich hätte mich mal gefreut, wenn wir mal auch nach oben fahren könnten. Das wäre bestimmt auch interessant.
Ein Zelt. Ist darunter das Schiff? Da steht auf jeden Fall jemand. Iris, oder? Even the Marshal came to say goodbye. Was, der Marshal ist hier? I heard the Regalia is going on the boat with you. Na, hoffentlich. Iris? It's goodbye for now. Mach's gut, Iris. Werd dich vermissen. Oh. Da war was zu lesen, aber nein. Ui, das Foto. Something I gotta get off my chest. What's that? I'm sorry. Sorry I wasn't there for your father. I swore an oath to protect the king, but I wasn't strong enough to uphold it. Ain't nothing nobody could have done to stop what happened. Yeah. I realize that. But you need to realize just what you mean to the boys by your side. I do. Even if they can't solve your problems, you can't hide what's going on from them. It hurts like hell. Remember, those ain't your bodyguards. They're your brothers. Trust in them, always. Oh Mann, das geht ans Herz. Das war eine sehr schöne Cutscene. Hat mir echt gut gefallen. Ich muss mir dieses Foto dann auf der Aufnahme nochmal anschauen, weil ich bin mir jetzt zu 100% sicher, dass König Regis auch so einen Roadtrip in der Art hinter sich hat. Also, und drei von seinen Squads sind, also beziehungsweise er selber und noch zwei weitere, sind mir, denke ich, bekannt. Also, der eine ist dann, müsste dann Sid gewesen sein. Und der andere müsste, ich weiß nicht, wie er heißt, aber auf jeden Fall war das seine Leibwache auf jeden Fall in Insomnia. Und ich glaube, es war der, der auch in Kingsglaive zusammen mit ihm gekämpft hat. Also wenn ihr Kingsglaive gesehen habt, also, oder, wie sag ich denn? Ich glaube, es war der, der ganz am Anfang des Spiels, als Noctis und die anderen in Insomnia losfahren, mit Regis die Treppe darunter kommen, als Noctis nochmal mit Regis gesprochen hat. Es ist aber nur eine Vermutung von mir, das kann ich nicht sicher sagen. So, und jetzt müssen wir mit dem Marshal reden, mit Kor, bevor wir weiterkommen, aber wir wollen nochmal das lesen, was hier noch steht. Okay, die Kosmogonie, Vers 15.2 von Göttern und Königen. Und in seiner Gier nach Macht rief er die Finsternis, die da erfüllt den Himmel und überflutet die Welt. Doch König und Ritter ergreifen die Schwerter und trieben zurück die Dunkelheit. Es teilt sich der Himmel und badete den Königs in seinem Licht. Schütze Fürder den Kristall und sei gewappnet für unsägliche Pein. Oh, okay. Das erinnert mich jetzt also gerade. Ich habe da schon so Vermutungen. Na gut. Reden wir mal einfach mal mit dem Marshal. Hier. Learn to wield not only weapons, but magic as well. Ja, Magieflakor, den 10.000. gefühlt. Ja gut, also mehr wollt ihr uns jetzt echt nicht geben. Wie viele Magieflakors haben wir denn inzwischen? Wir haben inzwischen 11 Stück. Also, und viel zu viel Magie. Insgesamt einfach. Wenn wir die alle voll machen jetzt, dann kommen wir wahrscheinlich bis zum Ende des Spiels damit aus. Oder so. Und wir haben nicht viel zu viel Magie, wir haben viel zu wenig, eher so elementar Energie. So wollte ich das gesagt haben. Ist er gut. What's up? Please, come back soon. We need our king. Yeah, count on it.
Und wir haben wieder ein paar Fotos bekommen. Dann schauen wir doch einfach mal. Ey, woher hat Gladio diese Narbe, ey? Das möchte ich echt mal wissen. So. Auch ein schönes Foto von Ignis. Das nehmen wir auch mal. Was ist da im Hintergrund? Da links oben. Es könnte gar nichts sein, aber es könnte auch irgendwas sein. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Das ist ein schönes Foto von Noctis. Das nehmen wir auch mal. Moment. Okay, nichts Gruseliges da. Da ist das Foto. Okay, da haben wir in der Mitte, also in der Mitte vorne, das müsste Sid sein. Und links nehme ich mal ganz stark an, dass das Regis sein müsste. Also ich bin mir da echt, ich bin mir sicher. Die anderen zwei, das weiß ich nicht genau. Aber der rechts, der hat eine Glatze, oder? Also da nehme ich jetzt mal ganz stark an, dass das dieser Kerl ist, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ich weiß zwar nicht, wann sie dieses Gruppenbild gemacht haben, aber sie haben es gemacht. Und das behalten wir auch mal. Gentiana, Karfunkel irgendwo? Nee. Und hier? Auch nichts weiter? Na gut. Kapitel 9, schwere Schicksale. Noctis und die anderen verabschieden sich von ihren Freunden Kalm und stechen in See. Der Prinz ist guter Dinge, in Altissia den Segen der Wassergöttin zu erhalten und seinem Ziel, das Imperium zu vernichten, einen Schritt näher zu kommen. Gleichzeitig hofft er auf ein Wiedersehen mit Luna Freya. Und jetzt haben wir auch mal ein bisschen eine Weltkarte vor uns, das ist schön. Also wir verlassen gerade Lucis, also der Kontinent hier oben. Aber wo auf diesem Kontinent ist, warte, oder oben ist das? Ist das dann Lucis? Weil ich nehme an, da links da an der Küste, das müsste Insomnia sein. Oder? Oder ist da rechts irgendwo dann in. Boah, ich habe keine. Ach nee, links. Links, das ist der Vulkan. Quatsch, was rede ich denn da? Das muss der Vulkan sein, der muss irgendwo ganz rechts oben außerhalb des Bildes ist dann bestimmt Insomnia. The wedding day arrives, but alas, without the bride. Of course, we've come for the Hydrian, and you've gone to such lengths to prepare. Merely my duty. Ah, but for an outsider to lead the Imperial army must be a battle in and of itself. You've spoken to Lady Luna Freya. No. That obstinate secretary, standing in the way, while you rush off to slay the Hydrian for your poor sister's sake. I know the price of the Covenant. Okay, Altissia, die Stadt des Wassers, nach Accordo einreisen. Okay. You know, I've always wanted to go sailing like this. Not many opportunities living in Insomnia. Out here, it's just us and the horizon. It's amazing. It's life-changing. We've quite a ways to go until we reach Altissia, so keep gushing to your heart's content. When we step off the boat, we'll be in a foreign country. The anticipation alone is a foreign sensation. And to think this is where we were headed to begin with. They've been through a lot. And there's still more to come. So, next on the docket is Leviathan. What sort of deity are we dealing with? A serpent said to embody the roar and rage of the sea. We'll have to see for ourselves. Can't let Lady Luna Freya do all the heavy lifting. You must be so psyched to see her. Luna? Yeah. Well, we need to make sure she's all right before anything else. Indeed. Her well-being is top priority. Don't like this going down on Imperial turf. You think Lady Luna Freya's in danger there? The Empire did invade Lucis for the ring. I have no faith their ruthless ambitions will stop short of harming the Oracle. Without the ring, the crystal's no more than a rock. Hmm. I suppose. Does anyone know how Lady Luna Freya came to have the ring? It seems likely His Majesty entrusted it to her safekeeping back at the Crown City. So she's held onto it this whole time, all the way to Altissia. The ring is important, and so is Leviathan.
but Luna comes first. You know, I was thinking back to our encounter with Ravus. Do you recall an apparatus in place of his arm? Yeah, I remember. Seems he lost his old one in the invasion. But in its place, he seems to have acquired new power. Power? That would help explain how a son of Tenebrae suddenly came to command Niflheim's army. Now that you mention it, his strength did seem sort of supernatural. I just chalked it up to the Oracle lineage. His ancestry may be part of it, but that alone wouldn't account for his freakish strength. I wonder what could have happened to him. There's a disturbing rumor about. Lord Ravus has taken to brandishing His Majesty's sword. My dad's? Then what's the big idea behind that? That his power's the same as the power of kings? I cannot say for sure, but I have my doubts. Ravus wears the sword, yet doesn't wield it. For all his newfound powers, he's still the Chancellor's lapdog, holding on to the enemy king's sword like some badge of honor. It might help if we knew what he was after. Who can say? What are the odds the Empire will crash the pool party with Leviathan? Consider it a guarantee. They felled a god to prevent Noct from receiving his blessing. They'll do so again. But we beat him to the big guy, thanks to our friendly guide. Never know which way that one's gonna move next. The Chancellor has an agenda all his own. Sometimes it helps, like when he called off his army and let us escape. But he was still a creep about it. Well, it feels like he's only helping us because he wants something. I just don't know what. Reckon we'll see him again? Certainly hope not. Not your type? No love lost for phonies. As Gladio said, his actions are motivated not by altruism, but by self-interest. And when he does come to our aid, I see only condescension in his eyes. Yeah, can't argue with that. Ever think you think too much? Sometimes, but it's always preferable to the alternative. Are we there yet? Well, didn't you say you always wanted to go sailing? Yeah, but all this ocean gets kind of bland after a while. Last time I checked, it was amazing and life-changing. So, soon you'll have your old man's ring back. Yeah, when we arrive in Altitia. Good thing. To him, it was his heritage. Is that what my dad said? Carrying a royal line ain't a task to be taken lightly. For a small thing, that ring can sure weigh heavy. After he became king, I only ever saw his face in the paper. Wait, weren't you at the coronation? No, I was long gone from the city. Must have been invited, at least. Had a fallen out of sorts with your old man, right at the end of the trip. You did? I was given to understand you stayed in touch. We buried the hatchet years later, but never talked face to face again. Shoulda paid a visit while I had the chance. Well, no use dwelling on it now. Got the regalia in the hold, but y'all gonna stay in Altitia for a good while, right? Yes, we believe so. In that case, I'll tune her up for y'all. Not that I'll have much to do, though. Well, with Cindy looking after the old girl. If you say she's good, she must be great. She was never afraid of hard work. Heaven knows she had a hard childhood. Hard childhood? He means her parents. Lost them both when she was little. Was big enough to understand, though. And to hurt. But you wouldn't guess that, seeing her now. Not at all. She's always so cheerful. Well, that ought to tell you how far she's come. Now you must have seen your fair share of Altitia by now. Yeah. Only done been the once. Stayed a good while, though. What's it like? Big old city. Big. Okay. Well, it ain't the Crown City. Different. Got it. You'll see for yourself. Foreign lands seldom lend themselves to trite explanations. Change of scenery ought to do you good. Well, I'm all talked out. Can't be far to Altitia now, right? We'll be there in no time. Nice having the wind at our backs. Lodgings are our first order of business. All work and no play?
makes Ignis a dull boy. Someone has to babysit you too. You're welcome to sleep in the wild. Ain't no hotel, but I know a fella has a place. Hey now. Wescombe ran with Reggie and me way back when. Oh, was he the other one in that photo with the garage? Yep. Runs himself a diner or a cafe or something. Go and see for yourselves. Sure. Does the place have a name? McGee or Magoo or Mago, that's the one. Nice. You can count on old Wes. He'll chew your ears off. The government issued a statement promising that the reasons behind awakening the Hydrian would be clarified in the ceremonial address. Got a signal! Delivering the address will be Lady Luna Freya, who was previously reported dead. This will mark her first public appearance since the violence that befell the signing ceremony. Lady Luna Freya's gonna give a speech? Sounds like it. Lord knows. This world could use some wisdom. Won't be much longer now, Noct. Yeah. Oh mein Gott. Haben sie jetzt mal aufgehört zu reden? Das ging ja jetzt ewig lang, aber ich wollte es jetzt auch nicht unterbrechen, also... Does this vessel have an entry permit? Entry permit? Relax. I got one. Here. That's as old as they get. Seems in order. You may pass. Na gut, auf Zit ist Verlass. Wow, aber nee, wie gesagt, ich wollte das jetzt nicht überspringen. Could say that. 30 odd years ago. That's what the guy meant by old. Lucky us, huh? That could have ended badly. Also ganz ehrlich, holy shit, jetzt schon diese Stadt, das ist ja, das ist der Hammer. Oh mein Gott, schau dich das an. Ich bin echt gespannt, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen können. Macht auf jeden Fall ordentlich was hier. Ja, ne? Da fühlt sich Leviathan wirklich wohl. Nehme ich jetzt mal ganz stark an. Und nach vielen, vielen Strapazen sind wir tatsächlich hier, Altissia, wo Luna Freya auf uns wartet. Oder, ja, sie wartet auf uns. aber dann würde ich mal sagen, wir gehen, ja, jetzt, nachdem der Part schon extreme Überlänge hat. Wie gesagt, ich wollte das Gespräch nicht unterbrechen, weil ich fand es doch ganz schön interessant, haben ordentlich nochmal Background bekommen und ja, also... Kann man nicht motzen. Natürlich irgendwie wiederum eine billige Ausrede für eine ordentliche Cutscene. Naja. Aber naja, dann würde ich mal sagen, das war's mit Final Fantasy 15 für heute. Beim nächsten Mal, ja, machen wir dann unsere ersten richtigen Schritte hier in Altissia und schauen mal, wie denn dieser ganze Ort hier eigentlich so aussieht. Macht jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich viel her. Bis dahin, ciao.